Die Tiny Toons haben auf den 68-Bit-Systemen so einige Auftritte gehabt und obwohl es Lizenzspiele waren, erwiesen sich die meisten sogar als ziemlich gut. Auch auf unseren geliebten kleinen Handhelds sind einige Titel unter diesem Franchise erschienen. Wie schlägt sich dieser Ableger? Was taugt Tiny Toon Adventures 2 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und auch 1993 weltweit veröffentlicht, wobei auch andere Angaben einen EU-Release von Anfang 1994 aussagen. Also da kann ich euch jetzt keine Gewähr geben. Die Story ist mal gar nicht so unkreativ. Ihr seid in einem Kino zu Besuch und Montana Max droht die Vorstellung zu kapern, also müsst ihr in den vier verschiedenen Filmen für Ordnung suchen. Natürlich ist das Spiel ein Plattformer. Gegner erledigt ihr klassisch mit einem Sprung auf den Kopf oder ihr könnt per Knopfdruck treten. Letzteres würde ich euch jedoch nicht empfehlen, da die Reichweite dann doch sehr beschränkt ist und ihr die Gegner damit nur lediglich betäubt. Wenn ihr auf dem Steuerkreuz zweimal nach unten drückt und dann nach links oder rechts, fängt Babs an zu laufen. Damit bewegt ihr euch dann etwas schneller und könnt logischerweise auch weiter springen. Beim Abbremsen schlittert ihr dann jedoch etwas. Dort müsst ihr also echt aufpassen. Diese Fähigkeit wird dann später im Spiel in einigen Abschnitten auch von euch verlangt. Problem dabei ist jedoch meiner Meinung nach die etwas fummelige Umsetzung. Die Ausführung braucht eben immer etwas Zeit und unterbricht den Spielfluss. Außerdem habt ihr verschiedene Herzen Lebensenergie, die sich später dann sogar noch erweitern lassen. Ihr sterbt also zum Glück nicht sofort bei der ersten Berührung. Sonstige Power-Ups gibt es in diesem Spiel leider nicht. Aber genug gemeckert. Euch erwarten insgesamt 4 verschiedene Level, welche alle ihr eigenes Szenario haben. Logisch. Ist ja schließlich auch immer ein einziger Film. Das klingt jetzt natürlich auf den ersten Blick nicht nach viel, aber die Abschnitte sind in einige andere Abschnitte unterteilt und so sind diese dann auch relativ lang. Der Umfang des Spieles geht da in Ordnung und vor allem, weil die Umgebungen echt gut gestaltet sind. Dieses erstreckt sich leider jedoch nicht auf die Gegnervielfalt. Diese sind meistens dieselben, welche dann nur thematisch angepasst wurden. Am Ende der Welten erwartet euch natürlich klassischerweise immer ein Bosskampf. Hier heißt es dann beobachten und den Mustern entsprechend handeln. Zwischen den Welten gibt es dann auch kleine Minispiele zu bestreiten, in denen ihr euch Goodies verdienen könnt. Soweit also, so normal, bietet euch dieses Spiel denn irgendetwas Besonderes? In dem Sinne nicht wirklich, außer dass das Vorhandene perfekt umgesetzt wurde. Die Steuerung ist sehr knackig und es macht einfach Spaß, mit Bugs durch die Level zu navigieren. Das Spiel bietet auch durchaus eine Herausforderung, da es nicht zu den leichtesten Spielen gehört. Leider gibt es jedoch kein Passwortsystem, aber immerhin bekommt ihr Continues, bei denen ihr aber leider immer zum Anfang des aktuellen Filmes geworfen werdet. Die Grafik ist wunderbar gelungen, die Sprites sind angenehm groß und detailliert gestaltet. Auch die Umgebungsgrafiken sind thematisch abwechslungsreich und fangen den Charme der Vorlage sehr gut ein. Wie nicht anders zu erwarten, sieht es mit dem Sound genauso aus. Aus der technischen Sicht kann man bei diesem Spiel definitiv nichts aussetzen. Was taugt Tiny Toon Adventures 2 für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel. Es ist definitiv einer der guten Jump'n'Run Titel für das System und sollte in keiner Sammlung fehlen. Wenn ihr Fans der Vorlage seid, dann habt ihr hier sogar noch mehr Pluspunkte, weil der Charme sehr gut eingefangen wurde. Aber lasst euch nicht von der Thematik und der Optik täuschen. Leicht ist das Spiel definitiv nicht. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Tiny Toon Adventures 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.